Und schon sind wir zurück in den Ermittlungen um die Maulwurfsmorde bei Jajais, wobei wir zuletzt die Akte der Polizei zu diesen Fällen gesichtet haben, welche aber leider nicht sonderlich viel Aufschluss oder neue Spuren beinhaltet. Erstmal Musik. Ave Maria. Nur einen Anhaltspunkt haben wir erhalten und die Fährte führt ins Konban Wife, ein Gesundheitsetablissement, ein Health, also einer dieser Läden, in denen es vor allen Dingen um die Sexualgesundheit der Männer geht. Da werden wir vorbeischauen. Davor würde ich aber gerne noch einen Sidecase machen. Zum Beispiel der mit dem Unterwäschendieb. Der würde doch jetzt direkt reinpassen. Oh, aber hier ist nur noch der zur Auswahl, bei dem es um diese Souvenirjacke geht, um Skajan. Dann mache ich den erstmal vielleicht nicht, sondern schau, ob es an den anderen Locations eventuell noch Sidecases gibt, die etwas lustiger klingen. Okay, hier gibt es erstmal wieder ein Teil für die Drohne. Wieder so ein paar kleine Schraubenplatten. Ein Blick auf die Karte. Hier wäre das Konban Wife. Aber dieses blaue Sidecase-Symbol scheint sonst nicht hier zu sein. In der Bartender oder in der Kanzlei sollte es aber vielleicht was geben. Da werde ich also vorbeigehen. Oh, eine Katze? Ist das die, die wir suchen? Moment, wie... Achso, ich dachte, ich muss sie fotografieren. Oh, eine dreifarbige Katze. Vielleicht ist das ja diejenige, nach der Nekomiya gesucht hat. Ich soll sie mal fotografieren und ihm das Bild schicken. Okay, jetzt kann ich sie fotografieren. So, bitte recht freundlich. Ja. Ich dachte, man sieht irgendwann, dass man sie richtig drauf hat. Ha. Ich kann es noch nicht beenden. Irgendwas ist falsch. Oder doch? Ah, gab keinen Hinweis. Nekomiya, ich habe so eine Drei-Farben-Katze entdeckt. Ich schicke dir eine Nachricht. Yagami, genau die ist es. Vielen Dank. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Hab mir echt Sorgen gemacht. Siehst du, verhungert ist sie nicht. Aber es gibt noch zwei weitere, die ich nicht finden kann. Was? Noch mehr? Ja, als nächstes wäre da eine getigerte Katze. Ich habe sie öfter in Ajiagai gesehen. Und sie liebt höher gelegene Orte. Also irgendwo raufzuklettern. Verstehe. Irgendwo in Ajiagai hoch hinaus. In Ordnung, ich halte mal die Augen offen. Na, dann mal Richtung Ajiagai. Irgendwo, wo es sich hochklettern lässt. Nun gut, das liegt ja ungefähr auf dem Weg zur Bartender. Dann nehmen wir uns auch dieses Falles an. Zu den Drohnenteilen hattet ihr ja auch geschrieben, dass ich an vielen vorbeilaufe. Und ich weiß, dass das manchmal ein bisschen nervig ist, wenn man jemanden beim Spielen zusieht, der nicht alles einsammelt. Weil ich habe selber auch, gerade wenn ich jetzt für mich selbst spiele, eine ziemliche Sammelwut. Aber ich habe mich entschieden, jetzt nicht alle aktiv einzusammeln oder da ganz viel Zeit drauf zu verwenden, weil ich glaube, dass die immer wieder neu erscheinen. Und ich sammle einfach so viele auf, wie mir danach ist. Dann, wenn ich beim nächsten Mal beim Drohnenrennen vorbeischaue, gucke ich, wie viel ich leveln kann. Und wenn ich dann sehr wenig nur aufleveln kann, dann werde ich den ganzen Kram, glaube ich, sowieso eher beiseite lassen, weil mir das dann einfach zu nervig ist, diese ganzen blinkenden Dinger einzusammeln. Ich hoffe, das ist fürs Zusehen okay. So, hier ist also eine Katze. Ich habe eine Katze gehört. Scheint von oben zu kommen. Vielleicht ist das die, nach der Nekomiya sucht. Ich kann sie aber von hier unten schwer sehen. Vielleicht sollte ich mal die Drohne losfliegen lassen. Ja, Drohnen-Action. Aber das ist das, was sich nicht so gut steuern lässt. Wo ist hier eine Katze? Höher geht's nicht. Da. Ah, zum Glück gibt's einen Marker. Na. So, jetzt in den Fotomodus. Wenn ich sie richtig fixiert habe. Hey. War vielleicht noch nicht nah genug dran. Ist echt ein bisschen finicky.
Immer noch nicht gut genug. Komm schon. Ich habe irgendwie Probleme, die Kamera schnell auszuwählen, auch allgemein. Und jetzt noch mit der Drohne Fotos zu machen. Das ist gar nicht so einfach. Was will das Spiel? Ich habe doch ganz viele Fotos von einer Katze. Ach, ich kann auch in die Ego-Perspektive schalten. Ah, jetzt geht's. Die wird's wohl sein. Ich schicke ihm das Foto. Na? Ah, ich muss wieder raus. Muss. Nekomir, ich habe dir wieder eine Nachricht geschickt. Ist das die richtige Katze? Wunderbar, das ist sie. Vielen Dank. Jo, gleich sind wir Best Friends. Jetzt wäre da nur noch eine. Sie sollte in der Pink Dory zu finden sein. Sie mag besonders gerne Frauen und es ist eine schwarze Katze. Also such nach einer schwarzen Katze, die sich in der Pink Dory in der Nähe von Frauen aufhält. Ja, okay, das hast du gerade gesagt. In der Pink Dory, gut. Sie ist sehr niedlich, deswegen ist sie auch sehr beliebt. Ich hoffe, es geht ihr gut. Jetzt wiederholt Yagami auch nochmal die Informationen. Aber ich habe schon verstanden. Und das machen wir dann, wenn wir in Richtung Pink Dory laufen. Jetzt schauen wir aber erstmal bei der Bartender vorbei. Nee, das ist die falsche Richtung. Die ist ja hier hinter dem Sushi-Laden. Ist hier irgendwo ein QR-Code? Sieht nicht so aus. Das Drohnenteil habe ich, wie gesagt, gesehen, aber ich wollte jetzt nicht meine Laufrichtung ändern. Sonst komme ich zu nichts. Hier gibt es leider nichts, wie es aussieht. Schade. Ist ein bisschen, finde ich, eine vertane Chance, dass die Yagami nicht beachten, wenn er mal kurz einfach so vorbeischaut. Nicht wenigstens ein kleines Sprachsample oder so. Dann laufen wir Richtung Kanzlei nochmal und machen dabei einen Zwischenstopp hier im Millennium Tower, denn ich war noch gar nicht oben auf der Dachterrasse und das hatte mich auch per Kommentar erreicht und das finde ich jetzt auch nicht so schlimm, weil ich wenigstens einen QR-Code mal sehen möchte, dass dort einer zu finden sei. Also ich möchte nicht wissen, wo alle sind, aber ich habe noch nie einen gefunden und ich möchte wenigstens wissen, wonach ich ungefähr suche. Deswegen ist es nicht schlecht, dass ich diesen einen Hinweis jetzt mal erhalten habe. Danke dafür. Der sollte hier oben irgendwo zu finden sein, der QR-Code. Also mache ich hier mal ganz kurz eine Runde. Ich war hier sowieso noch nicht. In Yakuza 6 gab es dieses Areal hier zum ersten Mal. Wurde aber nicht wirklich genutzt. Gibt es aber häufig. Das habe ich ja auch schon mal bei Kiwami 2 erzählt, dass in den obersten Stockwerken von allen möglichen öffentlichen Gebäuden so kleine Areas zum Ausspannen oder Pause machen zu finden sind häufig. Das sieht aus wie ein QR-Code. Da ist nämlich auch das Schriftzeichen für Technik drauf zu finden. Das ist ein Werbeposter für einen Bestseller, ein Self-Help-Buch. Das Beste aus seiner unglücklichen Lage machen heißt es oder so. Mal sehen, wie ich das einscannen kann. Ich will immer mit dem Steuerkreuz die Kamera aufrufen, aber ich glaube, das funktioniert nur hier über den Option-Button. Ging das bei Yakuza 6 nicht anders? Ah, ich muss näher dran. Und dadurch, dass ich diesen Code jetzt fotografiert habe, hat sich eine neue Technik freigeschaltet. Mal sehen, um was für eine es sich dabei handelt. Bei den Skills wird das dann jetzt ja zu finden sein. Es sei denn, ich habe gar nicht genug SP für die. Ein neuer Skill wurde freigeschaltet. Wo ist der zu finden? Das Beste aus einer schlechten Lage machen. Meistens ist da ja auch ein kleines Symbol neben der Technik zu sehen, dass es neu ist. Ja, hier, das Ausrufezeichen. Neue Technik, wenn man im roten Bereich ist, kann man aus den Blocken heraus angreifen mit Dreieck. Da ich eigentlich nicht so oft in den roten Bereich komme und die relativ teuer ist, lasse ich das erstmal. Sondern schau erstmal woanders. Zum Beispiel Combo Speed könnte ich jetzt auf Level 2 endlich schalten mit 3000 Punkten. Sehr schön.
Die nächste Attackenverstärkung kostet 6.000. Das ist ganz schön heftig. Fahren wir erstmal wieder runter ins Erdgeschoss. Ich könnte auch nochmal beim Café vorbeischauen und noch ein Stück Kuchen essen. Und der angehenden Konditorin etwas helfen. Da komme ich nämlich direkt hier raus. Was nehmen wir heute? Japanischer Käsekuchen. Oh, mit Blaubeeren. Das sieht gut aus. Aber ich darf nicht mehr so viel Süßes essen. Macht's nicht besser, wenn ich das hier auf virtuelle Weise tue. Okay, mal sehen, ob sie uns gleich wieder anspricht. Ja. Danke für deinen Besuch heute. Ah, Sakuma-chan. Gerne. Wie hat dir der Kuchen denn heute geschmeckt? Lecker. Vielleicht ist es eine einfache Geschmacksfrage. Sollte der Cheesecake nicht auch ein bisschen säuerlich sein? Sauer? Ja. Wenn man was ganz Süßes möchte, wählt man eine andere Sorte. Aber Cheesecake zeichnet sich, finde ich, dadurch aus, dass Süße und Säure gut aufeinander abgestimmt sind. Ach so. Deswegen denke ich, dass allgemein ein klein bisschen Säure nicht schaden kann. Oh, vielen Dank. Das ist ein wirklich guter Ratschlag. Na, ist nur meine Meinung als Amateur. Mehr kann ich nicht liefern. Nein, nein, das ist doch super und so weiter. Das ist alles wie beim letzten Mal. Ja, ich finde es schon ein bisschen anmaßend, ihr so in ihre Backkünste reinzureden. Aber sie hat ja darum gebeten. Sehr höflich. Und es stimmt natürlich auch mit dem Cheesecake. Was ist hier noch? Ein bisschen Draht. Es sind doch immer dieselben Sachen, die hier rumliegen. Ich muss wahrscheinlich dann von jedem ein paar mehr finden. Es stand da ja auch, dass man einige Ersatzteile nur mit der Drohne selbst finden könne. Aber ich will jetzt auch nicht hier ewig lang mit der Drohne durch die Straßen fliegen. Mache ich vielleicht mal so zum Ausprobieren, ohne es aufzunehmen. Oder wenn ich irgendwann dann nicht mehr weiter mit der Story machen darf, habe ich ganz, ganz viel Zeit, mich um sowas zu kümmern. Also. Vielleicht gibt es hoffentlich hier was Neues. Ist seltsam, dass einige Sidecases dann wirklich von der Tageszeit abzuhängen scheinen. Dass das mit dem Unterwäschendieb nicht mehr da war, obwohl vorher war ja auch schon Nacht. Saori scheint aber was zu haben. Hey Saori, hast du Arbeit für mich? Arbeit? Momentan ist das hier alles. Oh. Also das ist der, den wir erledigt haben, aber das andere ist ein Geist. Auftraggeber Shimazu Mamoru. Er soll spuken in dem Apartment, in das er einziehen will im nächsten Monat. Davon war gar nicht die Rede und jetzt will er beweisen, was da los ist. Ich soll ihn abends oder nachts im Quadra Garden im Hotel New Deborah treffen. Er hat einen Parker mit einem Herz drauf an. Das klingt doch eigentlich ganz gut. So eine Geistergeschichte, das aktiviere ich mal. Jetzt sind wir etwa bei einer Viertelstunde knapp. Daher werde ich aber zuerst mit der Story weitermachen und dann gegebenenfalls danach mir den Sidecase anschauen oder beim nächsten Mal gleich damit anfangen. Sonst ist hier, glaube ich, auch nichts mehr gewesen in der Nähe. Vielleicht eine Friendship Quest oder so könnte man weiterführen. Hier wäre gleich um die Ecke der Sidecase. Aber viel, was mir jetzt direkt ins Auge fällt, gibt es nicht. Deswegen nehmen wir doch den direkten Weg ins Kombang Wife. Eigentlich kann ich auch direkt mit dem Taxi fahren. Die ganze Situation ist allein schon dadurch lustig, dass man jetzt mit Kimtaku ein Bordell besucht. Da bin ich gespannt. Hat inhärente Komik, vor allen Dingen für das japanische Publikum, denke ich. Also, wir fahren ganz nach unten zu Tenkaichi Dori. Und unterhalten uns mal hier mit der Dame, die Kunimura als letzte besucht hat. Ich glaube, Kunimura hieß er. Das zweite Opfer des Mogura-Mörders. Oh ja, da ist er schon. Oh, hier ist das Kombang Wife. Direkt bevor er zu Tode gekommen ist, war Kunimura hier zu Gast.
Ja. Sieht authentisch aus. Könnte wieder rausgehen. Nichtraucher. Hier ist auch ein QR-Code. Kann ich den auch fotografieren? Sieht so aus, als ob der nur dazu da ist, um den Newsletter vom Common Wife zu bekommen. Steht da zumindest drauf. Nee. Da scheint sich nichts zu tun. Ja, das ist verwirrend. Was haben wir hier sonst noch? Ein paar Informationen. Hier sind die Verbote, also die Hausregeln, was erlaubt ist und was nicht. Die Frauen dürfen nicht zu echtem Sex gedrängt werden, das ist nämlich illegal in Japan. Keine Gewalt, keine Abwerbung oder Dates außerhalb des Ladens, alles Mögliche. Krass, haben die wohl echt ganz gut recherchiert, wie das so aussieht in so einem Vorzimmer. Hallo, möchtest du jemanden bestimmen? Oh ja, stimmt. Wer jetzt gerade Zeit hätte, das wären Yuna, Marin oder Kanai. Das hier sind die Fotos. Wenn du ein bestimmtes Mädchen möchtest, dann kostet das 1000 Yen extra. Das heißt, es geht auch ohne konkrete Order? Bist du zum ersten Mal bei uns? Und dann würde ich empfehlen, als erstes ein Programm zu wählen. Programm? Dazu kann man noch Optionen dazu buchen. Optionen? Also fangen wir mal von vorne an. Entweder gibt es das 35-minütige Programm für 9000 Yen, ansonsten noch 50 oder 65 Minuten für 13.000 respektive 17.000. Na, dann die goldene Mitte. Dann 50 Minuten bitte. Sehr gerne. Das ist auch die beliebteste Wahl. Nicht zu kurz, nicht zu lang. Genug Zeit, um nicht nur den Körper, sondern auch den Geist zu entspannen. Ach ja? Na gut. Natürlich ist das jedem selbst überlassen. Es gibt eigentlich keine falsche Wahl. Also keine Sorge. Wie sieht's also aus mit der Gesellschaft? Wie gesagt, stehen gerade Yuna, Marin oder Kanai direkt zur Verfügung. Ich weiß gar nicht mehr genau, wen ich aufsuchen sollte. Nehme ich einfach mal Yuna, weil sie in Final Fantasy war. Yuna, bitte. Yuna? Wen wollte ich eigentlich nochmal treffen? Was war der richtige Name? Ah, Mist, also das sollte ich vielleicht nicht machen. Alles in Ordnung? Bist du dir sicher, dass du Yuna treffen willst? Nee, ich nehme mal jemand anderen. Was, doch nicht? Jetzt ist das noch okay, aber nachdem es losgegangen ist, wäre das schwieriger, die Frau zu wechseln. Ja? Also, es gibt Marin, Yuna oder Kanai. Kann ich vielleicht nochmal irgendwie in die Akte gucken, oder? Es scheint nicht zu gehen. Aber an Yuna würde ich mich, glaube ich, erinnern. Und ich glaube, es war nicht Katakana, also Kanai. War das jetzt richtig? Na, die nehme ich jetzt einfach. Ich glaube, das war richtig. Ja, Kanai bitte. Okay, gut, verstehe. Also bei den Optionen gibt es einige Möglichkeiten. Mach das am besten direkt bei dem Mädchen aus, ja? Option? Was denn zum Beispiel? Ah, das ist vielfältig, wie gesagt. Je nach Dame gibt es einige No-Gos. Bei Kanai ist nur eins. Und zwar mag sie nichts mit Augen verbinden. Eine Augenbinde? Ja, sowas findet sie gerade etwas gruselig. Die Augen zu verstecken. Ah, das kann ich verstehen. Gerade jetzt momentan, wo es diese seltsamen Morde an den Yakuza aus Kansai gab. Naja, ja, reden wir nicht darüber. Hier lang also bitte. Ich zeig dir das Zimmer. Ja, sehr gemütlich. Da auf dieser Luma kann man sich dann waschen lassen und so weiter. Ist ihm auch sichtlich unangenehm. Sehr schön, Kimtak in dieser Umgebung zu sehen. Die haben das ja auch alles echt total detailliert umgesetzt, die Situation. Ja, bitte? Hamura? Was hast du denn hier bitte verloren? Wo du immerzu keine Kohle hast, ha? Was willst du hier? Was soll das? Was will ich von dir wissen? Was hast du hier verloren, ne? Warum, sag mal? Steckst du deine Nase immer noch in diese Kyoreikai-Geschichte?
Die Sache ist für dich vorbei, kapiert? Was soll das hier? Na, das kann ja wohl schön meine Sorge sein. Eine Sache, die durch ist, kocht man nicht wieder auf. Shintani hat mich schön aus der Sache rausgeholt. Wenn du den harten Detektiv geben willst, dann mach dich auf was gefasst, ja? Ich wurde vorhin schon überfallen. Von vier Kerlen, alle maskiert. Na? Was interessiert mich das? Hast du die vielleicht geschickt? Ich meine, deine Kumpel hier sind auch zufällig zu viert. Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Du, Kengo? Nee. Hey, bloß nicht so ein Quatsch, also! Ui. Wenn du Kanae suchst, die hat hier aufgehört. Ist zurück in ihre Heimatstadt. Was? Für dieses Mal belasse ich es dabei. Gelbe Karte, Mann. Weil der Boss dich so gern hat. Hä? Führt dieser Raum genau wieder zu dem Empfangstresen? Hier ist Yagami. Hast du das mal zu gerne? Ja, was ist? Du klingst, als ging's dir nicht gut. Ich hatte gerade übel Ärger mit deinem Wakagashi da. Wenn du das unterbinden könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Also ich bin bei uns im Büro. Ich warte da auf dich. Gut, okay. Ganz schön forsches Vorgehen von Hamura. Typisch, wie in so einem Detektivfilm, wie Yagami da auf die Nuss bekommen hat. Eigentlich wäre das jetzt ein ganz guter Moment, um das Video zu beenden, aber wir haben erst so gut 20 Minuten auf der Uhr. Also suche ich vielleicht noch die ein oder andere kleine Friendship-Quest oder mindestens noch diese Katze in der Pink Dory. Einfach nochmal eine Runde drehen, auch wenn mir das Video jetzt eh schon ein klein wenig ziellos erscheint, nachdem das mit der mit diesem Sidecase nicht richtig geklappt hat. Aber durch diese Episode im Health Club hat man gerade wieder ganz gut gesehen, wie das funktioniert in den Rotlichtvierteln in Japan, wie seltsam die sind. Prostitution ist ja verboten, also zumindest wenn es um Geschlechtsverkehr geht. Daher gibt es dann eben diese Health Clubs oder Soaplands, in denen allerlei sexuelle Dienstleistungen und Roleplays angeboten werden, bei denen es aber niemals zur Penetration, also zu echtem Geschlechtsverkehr kommen darf. Zumindest nicht gemäß der offiziellen Hausregeln. Reglementiert trifft es auch eigentlich ganz gut. Da hat man ja auch gesehen, da, was für einen klaren Ablauf es da gab in dem Laden. Schön mit laminierten Schildern an den Pinnwänden zu allem, was geht und was nicht. Das ist echt ein bisschen verrückt. Okay, die wollen nochmal kämpfen. Das erledigt sich schnell. Warum liegt da so eine alte Lampe auf dem Boden? Seltsames Objekt. Im Koinyobo gibt's auch nichts weiter. Kann ich jetzt vielleicht angeln? Ist gut, dass ich überhaupt noch rein kann. Das kann ich mir durch das Gitter besorgen. Ja. Das sind immer dieselben Pickups, die hier immer wieder rumliegen. Das habe ich definitiv schon mal aufgesammelt, dieses Aluminium. Das hier war, glaube ich, ein Draht. Ja, es ist auch immer noch. Hier kann man nichts unternehmen, schade. Außer natürlich im Casino drunter spielen. Es ist zwar nicht unbedingt spannend, das Angelspiel
in den unterschiedlichen Yakuza-Teilen, aber es war doch relativ entspannt. Und ich habe es auch schon mal bei Ishin, glaube ich, gesagt, meiner Freundin gefällt es besonders gut. Immer wenn ich was angeln wollte oder musste, habe ich sie einfach machen lassen. Hier scheint noch eine Friendship-Quest drin zu sein, beim Yakiniku. Probiere ich das vielleicht mal kurz aus. Wahrscheinlich muss ich dazu erstmal wieder essen. Ah, die gute Zunge. Zunge mit Salz. Muss nicht unbedingt sein. Ich nehme lieber den klassischen koreanischen... was ist das? Schweinerippe, glaube ich. Kalubi. So, gibt's jetzt irgendwas? Nee, krieg nur Erfahrungspunkte dafür, dass ich das zum ersten Mal gegessen habe. Was ist mit denen hier? Hey, was kostet denn so? Ach, nichts, sorry. Also Toasts nach der Arbeit. Habt ihr wohl ein bisschen gestört, ja. Ist auch ein bisschen komisch, einfach an den Tisch zu gehen und die anzustarren. Vielleicht muss ich einfach mehr kaufen. Aber jetzt ist mein Bauch leider voll. Das geht jetzt gerade nicht. Ich komm wieder. Na, jetzt können wir das auch noch mitnehmen, das Plastik. Nee, Zunge ist ja in Deutschland sehr gewöhnungsbedürftig. Diese koreanische Art beim Grillen kann man schon essen. Das wird nur ein bisschen trocken und ist halt so ein Muskelfleisch. Muss nicht sein. Manchmal kriegt man das aber so als erste Bestellung, wenn man zu so einem Grillrestaurant geht. Dass man sozusagen das erste Fleisch, das kommt, gar nicht frei auswählen kann, sondern das erstmal erhält aufs Haus oder als Festpreis. Und danach kann man dann bestellen, was man möchte. Da habe ich dann schon manchmal Zunge erhalten. Was man ja zugute erhalten muss, ist, dass sie wenigstens schön knusprig wird. Na, trotzdem. Der hat mich da, glaube ich, nicht so richtig dran gewöhnen. So, sind hier noch Codes oder diese Katze? Die sollte sich in der Nähe von Frauen aufhalten. Frauen sollte es in der Pink Dirty geben. Ah, oder hier hinten steht auch eine Angestellte, der Kleidung nach zu urteilen. Eine schwarze Katze. Ist das vielleicht die, die Nekomiya sucht? Ah, hallo? Ist irgendwas? Bist du vielleicht ihr Besitzer? Nein, das ist eine Straßenkatze. Ich bin ein Bekannter von jemandem, der sich um sie kümmert. Ach so? Die ist total niedlich, findest du nicht? Ich habe schon überlegt, ob ich sie nicht vielleicht bei mir aufnehmen kann. Noch eine Katzenfreundin. Das wäre so schön, wenn das ginge. Aber wohl eher nicht, was? Ich rufe einfach mal kurz bei dem Typen an. Yagami? Hast du die Katze gefunden? Nekomiya? Kannst du vielleicht hier kurz herkommen? Hm? Ist irgendwas passiert? Er hat so einen geilen Jogginganzug. Ach, so ist das. Du würdest die Katze gerne aufnehmen? Das ist doch toll. Mach das auf jeden Fall. Was wirklich, Nekomiya? Ich habe aber noch gar kein Foto von der Katze gemacht. Ja, ich werde sie natürlich vermissen, aber wenn sie irgendwo ein Zuhause findet, ist das natürlich viel besser. Kümmere dich gut um sie, ja? Nekomiya, du bist wahrhaftig ein echter Katzenliebhaber, was? Ja, selbst wenn sie oder Mann mich dafür nicht mag, liebe ich sie. Das ist echte und wahrhaftige Liebe. Kann es sein, dass du Nekomiya bist? Was? Kennst du meinen Online-Namen? Heißt das, du liest vielleicht meine Seite im Social Network? Ja, das tue ich, natürlich. Schon als ich gerade deinen Namen Nekomiya gehört habe, habe ich schon gedacht, dass du vielleicht der bist. Ich bin ein großer Fan von dir, Nekomiya. Hä? Was? Was wirklich? Das freut mich aber. Du erinnerst mich auch wirklich an eine Katze. Du bist wirklich ein ganz toller Typ. Und dazu diese Musik. Was?
Nein, 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 ich bin nicht wie eine Katze. So großartig bin ich doch nicht. Hast du vielleicht mal Lust, einen Tee trinken zu gehen? Ich würde total gern mal mit dir über diese ganzen Katzen sprechen, die du fotografierst und um die du dich kümmerst. Hä? Was? Wirklich? Wenn du magst. Danke, Yagami. Mich hatte jemand zum Tee trinken eingeladen. Hier, nimm das als Dankeschön. Du hast ja wirklich sehr viele Suchen für mich unternommen. Oh. Okay, Nekomir. Dann sieh zu, dass du dieses Kätzchen nicht wieder weglaufen lässt. Oh Mann, ist das doof. Super Spruch, Yagami. Und damit sind wir jetzt bei Beliebtheitslevel 5 oder unser Ruf ist auf Level 5 hier im Kamurocho. Beim nächsten Mal gehen wir dann auf Geisterjagd bei Jajais Shinigami no Yuigon und schauen auch mal bei Matsugane vorbei und sehen, ob wir die Beziehung zu Hamuda wieder irgendwie kitten können. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut bis dahin.